Ich darf Sie herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen. Wir haben ein Damenpanel. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes und Schönes, kann man sagen. Ich darf Sie herzlich begrüßen und normalerweise werden wir hier nicht noch eine Damenrunde, weil normalerweise Herr Dr. Bernhard Albrecht die Moderation hätte übernehmen sollen. Hätte er auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Er musste nur auch leider absagen. Es hat ihn eine Beerdigung abgerufen und das tut einem ja weh, dann mal viel Verständnis. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Wir wollen nun eintreten in den Dialog mit den Parlamentariern und der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung. Ich freue mich auch, dass Christel Bienstein wieder dabei ist, die Präsidentin unseres Berufsverbandes. Ich freue mich sehr, Frau Claudia Moll zu begrüßen als Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Frau Cordula Schulz-Asche und Frau Nicole Westig, beide Mitglieder im Gesundheitsausschuss. Und auch Laura Kraft als Mitglied des Bildungsausschusses. Herzlich willkommen. Ja, Frau Schulz-Asche, die erste Frage geht an Sie. Sie sind ausgebildete Krankenschwester und für die Grünen Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sie haben mitgewirkt an der Erstellung des Koalitionsvertrags. Die Community Health Nurse hat es nun in den Vertrag geschafft. Als DBFK, das wissen Sie, sehen wir darin ein anspruchsvolles Profil. Und ausdrücklich auch ein Profil nur für die professionelle Pflege. Voraussetzung wäre ein Masterabschluss. Wie setzen Sie sich für diese Rolle ein? Wie sichern Sie, dass daraus kein flaches Lotsenprofil wird? Die werden ja auch im Koalitionsvertrag genannt. Wie stellen Sie sich das vor? Herzlichen Dank für die Frage. Tatsächlich ist die Community Health Nurse einfach, damit Deutschland auch vielleicht auf ein europäisch vergleichbares Niveau bei der Pflegeausbildung kommt, ein Herzensprojekt von mir. Wir haben ja Pflegefachkräfte hier aus Deutschland, die sogar in die Umländer abwandern inzwischen, weil die Pflege sich hier einfach nicht in dem Ausmaß weiterentwickelt, wie es auch, glaube ich, gesellschaftlich notwendig ist. Ich sehe die Einsatzfelder der Community Health Nurse in verschiedenen Bereichen und deswegen möchte ich mal einen Punkt, der immer ein bisschen untergeht, hervorheben. Im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention bei der Gesundheit von älteren Menschen und dazu zählen auch die pflegenden Angehörigen, haben meiner Meinung nach Community Health Nurse eine ganz wesentliche Rolle, dass man überhaupt erstmal Pflegebedürftigkeit auch rauszögert, verhindert. Ich glaube, in diesem Rahmen ist ein gut aufgestelltes Community Health Nurse Profil wirklich wesentlich und da spielt es eine Rolle, dass die Kommunen in der Lage sind, mit entsprechendem Personal auch zu arbeiten. Der zweite Punkt ist, Sie hat schon angesprochen, auch in der Unterstützung von Angehörigen. Wir haben ja nicht nur eine steigende Zahl wahrscheinlich von pflegebedürftigen Menschen, auch mit trotz Prävention und Gesundheitsförderung, sondern aufgrund der Demografie. Aber wir haben bei den Angehörigen eben eine starke Überlastung oder auch Mobilität. Das heißt, wir werden auch unter Umständen Pflege ersetzen müssen, Angehörigenpflege. Und das kann man nur durch wirklich hochprofessionelle Berufsausbildungen erreichen, wie bei der Community Health Nurse, die auch in der Lage ist, zum Beispiel Betreuungskräfte oder Freunde, Nachbarn in solche Pflegesettings mit einzubeziehen. Dafür muss man gut ausgebildet sein. Dafür muss man in der Lage sein, eigenständige, auch weitreichende und gut informierte Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte ist, dass wir insgesamt die Pflegeprofession ja auf eine Stufe setzen müssen, wo die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen im Mittelpunkt steht. Und auch da sehe ich die Community Health Nurse in einer besonderen Rolle, denn sie wird diejenige sein, die die Schnittstelle zwischen den Patientinnen und Patienten gerade im ländlichen Raum sein wird, hin zu der hausärztlichen Ebene. Das ist ja und eben auch mit entsprechenden Fähigkeiten und auch Berechtigungen, zum Beispiel eigenständig Heilkunde auszuüben. Das ist ja das, was wir in Norwegen sehen, was wir in anderen europäischen Ländern sehen und wo die ländlichen Räume bei weitem größer sind übrigens, als wir die in Deutschland überhaupt kennen, wenn man zum Beispiel an Norwegen denkt. Wir haben und deswegen die Frage zu den Lotsen oder auch Gemeindeschwestern. Es gibt ja solche Projekte. Ich glaube, das ist im Moment, weil wir ja sehen, dass es sogar jetzt wieder einen Studiengang Community Health Nurse gibt, der eingestellt wird, dass wir eine große Kraftanstrengung machen müssen, um hier diesen Abstand zu anderen Ländern aufzuholen. Aber das dauert natürlich eine Weile. Diese Studiengänge müssen eingerichtet werden. Die Menschen müssen durch diese Studiengänge durch und so weiter und so fort. Das heißt, dass wir sie ersetzen können, und das ist die Idee auch aus dem Koalitionsvertrag, wollen wir ansetzen bei den Projekten, die schon in die richtige Richtung gehen, aber eben keine Community Health Nurse sind. Wir haben diese Lotsenprojekte,
Das ist, glaube ich, eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, gerade auch auf der kommunalen Ebene Beratung und Unterstützung sicherzustellen. Wir haben Gemeindeschwesterprojekte in einigen Bundesländern. Ich sage an der Stelle immer, dass Rheinland-Pfalz mein Lieblingsgemeindeschwesterprojekt ist, weil es am weitesten fortgeschritten und auch, ich finde, auch von den Voraussetzungen von den Pflegekräften her, die eigentlich der beste Ansatz ist. Und wir brauchen diese Projekte, weil sie erstens vorhanden sind und weil sie für die Übergangsphase, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit sind für jetzt ausgebildete Pflegekräfte, wenn sie nicht mehr im Schichtdienst, wenn sie nicht mehr im Krankenhaus oder im Heim oder so arbeiten wollen, sondern unter Umständen vor Ort im ländlichen Raum dort wieder zurückkehren wollen, wo sie herkommen und so weiter und so fort, tatsächlich eine gute Übergangslösung sind, bis wir tatsächlich flächendeckend mit Community Health Nurses arbeiten können, wie das in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Und wie sichern Sie die, also dass das wirklich dann auch zur Community Health Nursing kommt, damit es nicht einfach dabei bleibt, bei dem, was es ist? Naja, wir haben ja im Koalitionsvertrag zu stehen, dass wir dieses Berufsfeld stärken wollen, also explizit dieses. Das heißt, dass wir da wird ja Laura Kraft gleich noch was dazu sagen können, aber wir haben in dem Bereich, müssen wir mit den Ländern zusammen arbeiten. Wir haben ja bisher keine öffentliche Universität, die diesen Studiengang anbietet, sondern nur keine öffentlichen, und von daher, wir müssen ja solche Studiengänge flächendeckend ausrollen, und deswegen müssen wir die Zusammenarbeit mit den Ländern in dieser Frage sofort suchen. Wir haben ja ein föderales System, was manches etwas schwieriger macht, aber wir haben ja eben, wie gesagt, wir haben Modelle, die auch schon funktionieren, und die Entscheidung, dies in die Praxis zu bringen, wird dann auch heißen, dass man es eben im Bildungsbereich eben entsprechend unterlegt. Ich könnte mir auch, wie gesagt, einige Übergangsmodelle vorstellen, dass man eben zunächst die ersten Community Health Nurses, die in die Praxis kommen, wir werden ja einige haben, die jetzt dann irgendwann abschließen, dass man die tatsächlich dazu benutzt, vor Ort die existierenden Gemeindepflegeprojekte oder Lotsenprojekte zu begleiten. Das fände ich schon mal einen guten Schritt, wenn man es schaffen würde, dass dort, wo diese Lotsenprojekte sind, dann eine Community Health Nurse schon anfängt, auch die Ausbildung dieser Lotsen zu übernehmen und den Kontakt zu der entsprechenden Bevölkerung in der Region aufzunehmen. Also ich kann mir sehr viele Vorstufen vorstellen, und deswegen sehe ich da jetzt zur aktuellen Situation erstmal keinen Widerspruch, sondern wir haben diese angefangenen Projekte, die ja schon aufgrund des Mangels und der Voraussicht einiger Bundesländer entstanden sind. Und wir können es dann ergänzen und zunehmend ausbauen durch eine akademisierte Ausbildung für einer Community Health Nurse. Vielen Dank. Frau Westig, Sie sind ebenfalls im Gesundheitsausschuss für die FDP. Und die FDP fordert auf ihrer Homepage einen Neustart für Deutschland. Sie glauben an das Potenzial dieses Landes und an Freiheit. Das passt ja nun auch zu den Forderungen des DBFKs für die Pflege. Mut für einen Neustart, für wirksame Veränderungen, vor allen Dingen Schluss mit der Fremdbestimmung. Wie engagieren Sie sich für die berufliche Pflege, dass ihr Potenzial genutzt wird und die Pflege aber auch als Frauenberuf mehr Selbstbestimmung erlangt? Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Einladung. Wir müssen da ansetzen, dass wir sagen, Pflege ist mehr. Pflege ist nicht nur Berufung, sondern auch Profession. Ich glaube, da haben wir noch etwas Luft nach oben, das richtig anzuerkennen, die Pflege als eigenständige Profession. Und wir wollen die Autonomie stärken. Wir müssen dringend die Heilkundeübertragung auf den Weg bringen. Und das Ganze möchten wir gerne flankieren mit einer wissenschaftlichen Basis, dass wir auch eine Grundlage dafür haben, dass wir uns auf evidenzbasierte Antworten beziehen können für die vielen Fragen nach einer bedarfsgerechten Patientenversorgung. Es geht hier ja um weitaus mehr auch als nur um die Pflege. Es geht darum, wie versorgen wir die Menschen adäquat. Und da müssen wir noch einiges stärken, einiges auf den Weg bringen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt haben, das Wissenschaftliche auszubauen, auch die Pflegeforschung auszubauen. Und ich denke, was ganz dringend ist, auch die Pflegepädagogik, da mehr Augenmerk drauf zu legen. Denn was sich da aktuell abzeichnet, von Bildung, die nicht angeboten werden kann, bis hin zur drohenden Schließung
von Pflegeausbildungsstätten. Das können wir nicht so stehen lassen und da müssen wir ganz, ganz dringend handeln. Also Grundlage schaffen, auch für die Zukunft, dass wir die Fragen beantworten können, wie sieht gute Pflege aus in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren? Und da gehört natürlich auch das Schaffen von neuen Berufsbildern dazu. Cordula Schulz-Ascher hat das gerade ausgeführt. Das muss aber auch bei der Community Health Nurse nicht stoppen, sondern ich kann mir auch so etwas wie ein Pflegeinformatiker, Pflegeinformatikerin vorstellen, die dann die Digitalisierung mithilft, auf den Weg zu bringen. Also da sollten unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt sein, aber wir müssen da dringend ran. Ja, vielen Dank. Wir werden auch noch darauf zurückkommen, an der Stelle auch gerade an der Perspektive. Ich würde jetzt gerne Frau Moll ansprechen. Frau Moll, Sie sind Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und auch für die SPD Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sie sind ausgebildete Altenpflegerin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie. Und im Ärzteblatt werden Sie zitiert, Pragmatikerin und praktisch zu sein. Und dass die Komplexität des Systems, was wir erleben, ja doch einen ehrlichen Austausch erfordere. Was bedeutet das? Was meinen Sie damit? Das klingt so ein bisschen so, als sei nicht viel zu erreichen. Müssen wir jetzt uns auf kleinere Brötchen backen einstellen weiterhin? Oder kann man es doch an die großen Brote mit den Rosinen drin wagen? Ja, vielen Dank für die Frage. Also selbstverständlich. Natürlich, pragmatisch heißt für mich, dass ich an der Sache arbeiten will. Und in der Praxis natürlich real fühlbare Verbesserungen erzielen möchte. Und zwar nicht 2030, sondern in dieser Legislaturperiode. Also in fast 28 Jahre, mit fast 28 Jahren Berufserfahrung, da kenne ich viele Situationen, ich kenne die Probleme und ich kann die Probleme auch nachvollziehen. Und als Pflegebevollmächtigte kann ich natürlich Einfluss nehmen, Mehrheiten gewinnen und auch etwas ändern. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber wer mich kennt, der weiß auch, kleine Brötchen sind nicht mein Ding. Und ich werde mich laut und vernehmbar auch für die Pflege stark machen. Klar, Sie sprechen von der Komplexität. Das System ist komplex. Und ich könnte mich jetzt auch hinstellen und behaupten, man hätte einfache Lösungen. Aber das wäre nicht ehrlich. Ich glaube, das wissen wir alle. Und vieles muss auch wirklich angegangen werden, damit sich etwas bewegt. Und nichts wird von heute auf morgen gehen. Und erst recht nicht, wenn es um mehr Personal geht. Und das ist ja von mir schon länger eine Förderung. Aber ich glaube, der Weg ist da. Wir sehen, dass die Ausbildungszahlen steigen. Ab September gibt es einen Tariflohn. Und wobei ich auch immer sagen muss, dass auch viele Einrichtungen jetzt schon gut bezahlen und sich auch sehr gut aktiv um ihre Mitarbeiter kümmern. Aber das sieht man leider oft zu wenig, dass es auch diese tollen Beispiele gibt. Und wenn wir uns immer wieder schlecht reden, wie furchtbar doch alles ist, warum sollten dann junge Menschen diesen Beruf erlernen? Ja. Also ich finde, wir sollten auch mal gerade die Einrichtungen und die ambulanten Pflegedienste oder auch pflegende Angehörige mal offen reden lassen, wie toll es doch ist. Und ich finde, das ist immer so ein Schlag ins Gesicht für alle Pflegekräfte, die hochmotiviert jeden Tag zur Arbeit gehen und die gerne zur Arbeit gehen, wenn immer wieder alles so schlecht geredet wird und immer nur vom Horror der Pflege erzählt wird. Ja, da sind wir völlig bei Ihnen. Die Frage ist natürlich tatsächlich, wenn dann so viele über einen Ausstieg nachdenken, dann muss man sich tatsächlich natürlich fragen, ob das so nachvollziehbar ist. Auch das Thema, ja, die Ausbildungszahlen, die steigen. Aber was wir ja auch sehen, ist, dass viele abbrechen und gar nicht und auch noch etliche durchfallen. Das heißt, wichtiger wäre es halt zu gucken, was hinten rauskommt. Natürlich, da haben Sie vollkommen recht, aber das haben wir ja nun auch gelöst mit der Praxisanleitung. Eine gute Praxisanleitung ist absolut wichtig. Ein gutes Team ist wichtig. Und da muss ich auch sagen, es ist immer wichtig, wer ist Pflegedienstleiter, wer ist Wohnbereichsleiter, wer ist Heimleiter. Und werden Schüler zum Beispiel alleine auf Station gelassen oder stehen die auf dem Dienstplan als Ersatz für irgendeine Pflegefachkraft? Das geht natürlich nicht. Also ich kann mich da auch an Zeiten erinnern als Praktikantin oder damals noch als Pflegeassistentin,
da habe ich manche Schichten alleine führen müssen. Da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, was da alles hätte passieren können. Wobei zu der Zeit, als ich angefangen habe, 1988 oder 89, da waren die Menschen auch noch nicht so pflegebedürftig, wie sie das jetzt sind. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, Frau Boll, weil Sie gerade auch die lange Erfahrung haben, die 28 Jahre, wie sieht es aus mit den Arbeitsbedingungen, auch insbesondere in diesem Frauenberuf? Was müssen wir da tun? Also gerade auch die Vereinbarkeit von Pflegeberuf, Schichtdienst und einem Frauenberuf, der ja auch die Familienarbeit meistenteils macht. Natürlich, das ist nämlich das große Problem. Also ich weiß, ich hatte damals auch zwei kleine Kinder. Es gab noch keine Betreuung. Das ist jetzt 25 Jahre her. Kindergarten ging von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Also da war überhaupt nicht an Schichtarbeit zu denken. Geschweige denn, ich hätte gar keinen Frühdienst machen können. Wer hätte sich dann um die Kinder gekümmert? Und als sie dann nachher in die Schule kam, war es ja noch schlimmer. Da hat sie die auf einmal um 9:30 wieder zu Hause stehen oder musste sie die um 9:30 dann abholen, weil der Unterricht zu Ende war. Das ist ja Gott sei Dank etwas verbessert worden. Aber das ist auch ein großer Motivator. Gerade so ein Dienstplan. Kann ich mich auf den Dienstplan verlassen? Habe ich dann auch wirklich an diesem Wochenende frei? Habe ich genug Kollegen, mit denen ich tauschen kann, eventuell? Funktioniert das Tauschen? Und ich sage immer, auch wenn dann jemand mal krank wird, derjenige, der krank wird, der ist nicht schuld. Schuld ist das System, dass man einspringen muss. Und genau deshalb funktioniert dieses System ja schon so lange. Weil du dann denkst, oh Gott, der ist jetzt ganz alleine oder die ist jetzt ganz alleine, die kannst du nicht hängen lassen. Was machst du? Du springst wieder ein. Du kommst früher oder du bleibst länger. Und von daher ist das ganz, ganz wichtig, dass sich da auch die Einrichtung und auch die ambulanten Dienste, dass es eine Dienstplanverlässlichkeit gibt. Auch wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub. Oder wenn ich Pause habe, habe ich Pause. Das war nämlich auch etwas, das fand ich immer ganz furchtbar. Dass dann in der Pause ein Angehöriger kam, ich weiß, die haben ja Pause. Wenn ich das bei der Sparkasse gehe ich auch nicht und hämmer an die Tür und sage, ich weiß, Sie haben Pause, aber ich will jetzt eine Überweisung machen. Ja, aber vielen Dank, dass Sie auch nochmal auf diese wichtigen Rahmenbedingungen, also wirklich in der Versorgungspraxis ganz konkret hinweisen. Ja, darf ich noch kurz drei Sätze sagen? Ja, klar. Sonst müssen Sie mich bremsen. Wenn ich einmal anfange, dann es ist ja auch zum Beispiel, das ist ja wirklich auch von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Ich weiß, in vielen Einrichtungen gibt es eine tolle Supervision. Ja, die kostet eine Menge Geld, aber dieses Geld ist gut investiert. Oder zum Beispiel auch, man muss mal über neue Urlaubsregelungen reden, über Arbeitszeitmodelle. Da müssen auch die Pflegekräfte wieder viel, 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 viel lauter werden. Sich in Verbänden organisieren, in Gewerkschaften organisieren. Und was mir so immer so auf dem Herzen liegt, da werde ich also jetzt auch einen Aufschlag zu machen, ist Gewalt in der Pflege. Aber ich spreche jetzt nicht von Gewalt an Pflegebedürftigen, sondern von Gewalt an Pflegekräften, die beschimpft werden von Angehörigen, von Bewohnern, von Patienten, die angegriffen werden körperlich. Ich spreche von Sexismus. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass manche Pflegekraft ihre bürgerlichen Rechte verliert, nur weil sie Pflegekraft ist. Und es ist gerade dieser Sexismus, das ist ein absolutes Tabuthema. Weil wenn ich irgendwo bei einem älteren Patienten bin, gerade im ambulanten Bereich, und der fasst mich irgendwie blöde an, und die Ehefrau, die sitzt in der Küche, ja, da habe ich doch so ein Schamgefühl und würde das niemals der Ehefrau sagen. Verstehen Sie, was ich meine? Das müssen wir auch mal thematisieren. Du fühlst dich nämlich dann wirklich total schlecht. Du bist demotiviert, du hast Angst. Du hast auch dann auch in der stationären Pflege, du hast Angst, wenn dieser Bewohner oder diese Bewohnerin klingelt, da überhaupt schon reinzugehen. Oder du gehst nur noch zu zweit rein.
Und wenn du jeden Tag beschimpft wirst und körperlich angegriffen wirst, da hast du irgendwann bis hier oben stehen. Ich kann das gut verstehen. Ich habe das selber erlebt als junge Krankenschwester und es war überhaupt nicht möglich, das überhaupt zu adressieren, weil das gehört ja einfach zur Berufsausübung mit dazu, selbstverständlich. Richtig. Und wenn du wirst das auch erlebt haben, nicht wahr? Das sind bestimmt auch Situationen, die du kennst. Und vor allen Dingen, ich meine nochmal dazu, ich glaube, du hast jetzt gerade auch gerne nochmal gehört, wie Frau Moll sich ausgesprochen hat, wirklich sich dann auch zu engagieren und einzusetzen, auch in die Verbände einzutreten. Ne? Also ich glaube auch, dass einer der wichtigsten Gründe der ist, dass wir nicht genügend Kollegen haben, die selber wissen, dass sie durch ihre Beteiligung im Berufsverband in den Gewerkschaften wirklich Veränderungsprozesse auf den Weg bringen können, sondern sie glauben immer, es wird auf der lokalen Ebene, also in der jeweiligen Einrichtung im ambulanten Pflegedienst geregelt. Und was ich heute über den ganzen Nachmittag gehört habe, wir brauchen natürlich im Grunde einen Masterplan Gesundheit. Und dazu gehört die Pflege dazu. Wir brauchen diese interprofessionelle gemeinsame Überlegung, wie kann das Gesundheitswesen und das Gesundheitssystem in Deutschland in der Zukunft gestaltet werden. Und da haben wir lange Zeit geschlafen. Wir haben sehr viel tradierte Dinge fortgeführt und haben uns an keine neuen Modelle herangebracht. Und das zeichnet sich alleine schon im SGB 11 und SGB 5 aus, weil es ist keiner pflegebedürftig und bekommt einen langfristigen Pflegegrad 4 oder 3, wenn er nicht auch primär erkrankt ist. Also wird über mehrere multiple Erkrankungen verfügen in vielen Fällen. Das ist ein ganz großes Problem. Also ich glaube, wir kommen nicht umhin, wirklich gemeinsam ernsthaft zu fordern, dass das Gesundheitssystem auf Probestützpunkt gestellt wird und geguckt wird, was müssten wir wo verändern, weil uns laufen unsere Leute weg. Und was Frau Moll gesagt hat, ist, wir haben hochqualifizierte Kollegen und diese Kolleginnen dürfen nicht das tun und können nicht das tun, was sie wirklich leisten könnten, wenn sie genügend wären. Und wenn wir uns international vergleichen, haben wir eine katastrophale personelle Ausstattung bezogen auf die Pro-Kopf-Einrichtung, bewohnermäßig bezogen oder auch ambulanter Pflegedienst und Klinik. Also alleine meine Nachtwachenstudien haben ja gezeigt, dass Kollegen alleine im Altenheim bis zu 52 Bewohner nachts alleine versorgen. Und Frau Moll hat ganz recht, das sind nicht mehr die Bewohner und Bewohnerinnen, die wir vor 20 Jahren hatten, sondern wir haben jetzt schwerst erkrankte Menschen dort. Das sind richtig Krankenhäuser geworden. Wir brauchen die APNs in den Einrichtungen, damit die Kollegen dort wirklich ihre Patienten gut und sicher versorgen können und auch jemanden haben, der sie unterstützt. Ja, APNs, ich weiß ja vor allen Dingen, dass dir sehr auch die hochschulische Entwicklung sehr am Herzen liegt, Christel. Also da, wie siehst du da die Pflege und welchen Qualifikationsmix braucht es und was ist dann auch die Botschaft an Frau Kraft? Also was fragen wir in die Richtung? Also was wir sicherlich brauchen, wir brauchen einen durchgehenden Plan, wie von der Assistentin bis hin wirklich in die akademische Qualifikation etwas erfolgen kann. Und das muss gemessen werden an dem Pflegebedarf der Bevölkerung. Man kann nicht, so wie ich das erlebt habe als Pflegende, an dem einen Tag komme ich in eine Familie, wo ein Mensch im Wachkoma versorgt wird, da steht da eine hochqualifizierte Kollegin mit Intensivfacharbeiterbildung, aber dieser Mensch befindet sich seit 3-4 Jahren im gleichen Zustand. Am nächsten Tag, wenn ich hinkomme, ist eine Pflegeassistentin. Und so kann das nicht weitergehen. Man muss wirklich gucken, wer braucht welche hohe Qualifikation, welche Unterstützung. Und wir brauchen vor allem die Kollegen, die sich akademisch weiterqualifizieren, die den Kollegen Unterstützungsleistung geben, ihnen helfen und auch sagen, das brauchst du nicht mehr machen. Das ist längst obsolet. Wir brauchen eher diese neue Versorgungsform. Also da gibt es 1000 Beispiele, wo wir inzwischen immer noch Rituale fahren, und wo Kollegen sein müssten, die sagen, ihr könnt euch darauf verlassen, ich habe die Studien gesichtet, wir können das jetzt so und so machen, das und das brauchen wir in der Form nicht mehr. Und von daher brauchen wir ein durchgängiges System, wo wir wirklich sehr stark am jeweiligen Bedarf der Bevölkerung gucken, wo müssen wir wen haben, mit welcher Qualifikation. Das kriegen wir nicht hin, wenn wir zum Beispiel keine Statistik haben. Wir haben bis heute keine Statistik, um zu erheben, wer hat denn welche Zusatzqualifikation. Wie viele Kollegen haben wir denn mit einer onkologischen Zusatzqualifikation? Wir haben Wald und Wiesen, haben ambulante Pflegedienste, die alles Mögliche übernehmen müssen, von Demenzerkrankungen
ein bisschen zu schwer palliativen Patienten. Und das kann so nicht sein. Wir brauchen für die Bevölkerung natürlich auch die gute Versorgung, die bei ihnen genau richtig ist. Und dazu brauchen wir zum Beispiel die CAN, die in der Lage ist, das auch zu wirklich zu steuern und zu lenken und zu sagen, da muss jemand mit dieser Qualifikation hin und da muss jemand mit der Qualifikation hin. Ja. Frau Kraft, Sie sind für die Grünen Mitglied im Bildungsausschuss. Und wahrscheinlich waren Sie mit Gesundheits- und Pflegepolitik noch nicht so ausführlich befasst. Also umso mehr freut es uns natürlich, dass Sie hier heute dabei sind. Und Sie hören die Wünsche aus der Runde, aus dem Publikum vielleicht auch. Also der Wunsch auf mehr Akademisierung und natürlich auch, wir haben es im Koalitionsvertrag gelesen, steht auch der Wissenschaftsstandort Deutschland ganz drin, stark kreativ und wettbewerbsfähig zu sein. Also womöglich auch ein guter Ansatz, Pflegewissenschaft und Pflegeforschung zu fördern und dann zu internationalen Standards zu kommen. Und ich hätte vor allen Dingen zwei Fragen an Sie. Werden Sie auch die Disziplin berücksichtigen? Also ist Pflege bei Ihnen im Bildungsausschuss ein Thema oder ist das alles immer nur Sachen, was das Gesundheitsministerium macht und ein Strukturförderprogramm anzustoßen? Und dann noch das andere Thema, weil wir haben es zu tun mit einem Beruf, der eben in der Breite über den Ausbildungsberuf gelernt wird. Und da ist das Thema, dass, sage ich mal, der Beruf ein bisschen anders ist als andere Ausbildungsberufe, dass er wenige Anteile an Allgemeinbildung hat. Und das ist ja auch ein Problem, wenn man dann den Zugang zum Teil absenkt. Also wo zieht man da die richtigen Grenzen? Wie achten Sie darauf, dass da auch die Standards stimmen? Ja, also ich bin schon seit heute Nachmittag dabei und ich habe in der Zeit auch viel gelernt über die Problematik in dem ganzen Pflegebereich. Und Sie haben natürlich recht, also ich komme nicht aus der Pflege und ich bin auch vorrangig nicht im Gesundheitsbereich unterwegs. Aber mir liegt natürlich die Bildung und die Ausbildung an Hochschulen am Herzen. Und es sind jetzt hier schon viele Aspekte genannt worden und viele Themen sind auch angeschnitten worden. Und auch das, was zum Beispiel auch Frau Moll gesagt hat, also danke auch nochmal dafür Ihre Erfahrung. Und wir haben ja auch gesehen in den letzten Jahren, also die Pflegebedürftigkeit ist nochmal anders. Wir haben jetzt viel ganz andere Herausforderungen, als wir das vor Jahrzehnten hatten. Auch veränderte familiäre Strukturen führen auch dazu, dass sich die Pflege immer stärker professionalisiert. Und wir müssen dem ja auch begegnen. Und die Pandemie hat ja auch nochmal den Diskurs in der Öffentlichkeit nochmal verändert. Also jetzt ist nochmal eine viel größere Aufmerksamkeit auf die Pflege gekommen. Und das hat ja bis hin zu, ich sag mal, Klatschen für Pflegekräfte auf dem Balkon geführt, auch wenn das eher nur Symbol war und nicht hilfreich. Und die Problematik, die ich vorrangig sehe, ist, dass wir endlich an den Punkt kommen müssen, dass wir nicht für die immer gleichen Probleme die gleichen Lösungen anbieten, weil das hat sich eben nicht bewährt. Und durch diese Pandemie, wo sich die Situation nochmal verschärft hat, das ist ja nicht neu gewesen. Das hat sich ja über Jahre, Jahrzehnte, war das alles mit der heißen Nadel genäht, sage ich mal, dass man personell wirklich am Ende war und das wirklich auf den Rücken der Pflegekräfte ausgetragen hat. Und hier muss Politik jetzt endlich auch eingreifen und die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Sie haben jetzt die Ausbildung angesprochen, beziehungsweise eine Akademisierung der Pflegeberufe. Das finde ich, kann beitragen. Wir haben über die vielfältigen Herausforderungen gesprochen an diesem Nachmittag, die auf Pflegekräfte zukommen und die bedürfen natürlich auch einer höheren Qualifizierung. Und mit einer höheren Qualifikation können wir mehr erreichen. Und das Ziel letzten Endes ist ja auch von uns allen und auch von der Politik, die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Weil es wird natürlich gefragt, warum ist das unattraktiv? Warum laufen viele weg, die schon in der Pflege arbeiten? Oder warum kommen keine jungen Menschen hinzu? Und dass der Bedarf wirklich massiv ist und dass sich der Fachkräftemangel auch in der Pflege ganz drastisch zeigt und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nochmal ganz massiv verschärfen wird. Das bedeutet, da müssen wir jetzt gegensteuern. Und das klappt nicht von heute auf morgen. Und das ist auch ehrlich gesagt nichts, was wir innerhalb einer Legislaturperiode machen können. Das müssen wir uns auch als PolitikerInnen vor Augen führen, sondern wir müssen jetzt Grundsteine legen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte über unser Wirken vielleicht in einer Legislaturperiode hinaus. Und ich sehe Vorteile in Studienangeboten,
dass wir auch Pflegeberufe akademisieren, dass wir auch vom, also zum Beispiel auch seitens des BMBF, dass da auch Pflegeforschung unterstützt wird, dass wir das gezielt fördern. Dabei muss man vielleicht auch noch mal einen besonderen Blick legen auf den ländlichen Raum, weil das hat natürlich viele Aspekte. Also Cordula Schulz-Ascher hat auch noch mal die Community Health Nurse erwähnt, die da natürlich auch vielversprechend für den ländlichen Raum ist. Weil ich komme zum Beispiel aus einem ländlichen geprägten Wahlkreis und hier haben wir auch das Problem, also selbst die Hausarztdichte ist ja im ländlichen Raum ein Problem, was sich auch in den nächsten Jahren verschärfen wird. Und ähnlich ist es natürlich auch im Pflegebereich. Habe ich auch selbst mit erfahren, also aus meinem persönlichen Umfeld, war dann irgendwann auch das Problem da, dass man gesagt hat, okay, da braucht jetzt jemand einen Platz in einer Pflegeeinrichtung oder eine ambulante Pflege, aber im ganzen Umkreis ist das einfach nicht zu machen, weil die alle voll sind und man dir das nicht mehr leisten kann, weil einfach auch das Personal fehlt und da müssen wir einfach eingreifen und das können wir eben auch erreichen, wenn wir schauen, dass wir gute Angebote schaffen. Man verspricht sich wahrscheinlich aber auch von der Akademisierung dieser Pflegeberufe eine Aufwertung. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da müssen wir nochmal drüber sprechen, das müssen wir sorgfältig begleiten. Weil meiner Meinung, also ich bin nicht gegen die Akademisierung von Pflegeberufen. Ich halte das für wichtig, weil es immer höhere Herausforderungen gibt. Wir haben zum Beispiel auch schon über Dokumentationspflichten gesprochen, intensivere Pflegeherausforderungen anhand multimorbider Patienten und alles Mögliche, was da oft jetzt schon hochgradig qualifizierten Pflegekräfte zukommt, die wir aber immer noch mal punktuell noch mal stärker nachqualifizieren müssen. Da möchte ich aber noch mal anmerken, ich wünsche mir, oder das ist natürlich auch mit meiner Aufgabe, das auch zu begleiten als Politikerin, dass wir nicht eine Art Symptomstau bekämpfen, wenn wir sagen, wir akademisieren einfach Berufsbilder und das soll dann das Anerkennungsproblem lösen. Weil ich glaube, das ist es nicht. Ich habe eben gesagt, klatschen für Pflegekräfte auf dem Balkon. Also das war so die symbolische Geste und Zuspitzung des ganzen Problems, was wir seit Jahren, Jahrzehnten wie eine Bugwelle vor uns herschleppen. Es ist ein gesellschaftlicher Aspekt. Und Pflegekräfte, die auch eine hochqualifizierte Ausbildung gemacht haben, im dualen Ausbildungssystem, wie wir es in Deutschland haben, was einzigartig ist, das muss auch gewertschätzt werden. Und das kann ich nicht von oben herab verordnen. Das muss aus der Gesellschaft herauskommen. Und es kann nicht sein, dass wir bei Bildungswegen uns dahin manövriert haben, dass wir sagen, jemand, der ein Studium abgeschlossen hat, der gilt was, dessen Fachwissen gilt auch etwas. Und jemand, der im dualen System eine Ausbildung gemacht hat, das ist nicht so viel wert. Und diese Konkurrenz, das dürfen wir nicht weiter verfolgen, sondern wir müssen da einfach auch mit der Gesellschaft, die Gesellschaft muss es aus sich heraus machen, dass da die Anerkennung noch mal stärker da ist. Also das Potenzial ist da, weil wir jetzt das noch mal ganz neu in den öffentlichen Diskurs gebracht haben während der Pandemie. Wir dürfen es aber nicht schleifen lassen, wir müssen da dranbleiben. Ich halte das duale Ausbildungssystem, wie wir es haben, für sehr wertvoll und wir sollten auch da alle Pflegekräfte, die darin sind, auch unterstützen und wir brauchen da eine Wertschätzung für. Die Wertschätzung kommt nicht durch eine bloße Akademisierung. Das vielleicht einfach an dieser Stelle, also dass wir da auch ein Wertschätzungsproblem haben. Was nochmal ganz wichtig gesagt wurde vorhin, da wurde ja die Frage in den Raum gestellt, warum sind denn die Studiengänge zur Pflegewissenschaft etc., warum sind die verhältnismäßig unattraktiv, woran hakt es? Ja, da haben Sie die Praxisanteile angesprochen, die nicht vergütet werden. Ja, das darf natürlich nicht sein, weil das ist ein Riesenfehler, weil das muss vergütet werden, weil das ist natürlich auch Arbeit und die Studierenden müssen die Chance haben, sich ihr Studium zu finanzieren und nicht noch Geld mitbringen zu müssen und dann die Belastung aus der Praxis zu haben und dann der Theorie, aber da nicht klarzukommen. Da könnte es eine Lösung sein, wenn man einfach ein duales Studium rausmacht, wo dann eben da auch eine Vergütung da ist. Frau Kraft, ich habe jetzt Wortmeldungen von Christel Bienstein, von Frau Westig und auch nochmal von Frau Schulz-Asche. Christel Bienstein.
Ja, ich würde das gerne aufgreifen, was Frau Krafter, da haben Sie völlig recht. Also ich sehe auch, man kann sich nicht akademisieren, einen Beruf nur, um die Attraktivität damit zu steigern. Es muss einen ganz klaren Grund geben. Und der Grund, der ist inzwischen mehrfach bewiesen durch sehr umfangreiche Studien, dass wir natürlich zu anderen Patienten-Outcomes kommen, wenn Kollegen studiert haben, wenn sie mehr Wissen verfügen und auch in der Situation anders reagieren können oder auch Kollegen anders beraten können. Also wir machen das nicht um unserer selbst willen in dem Sinne, dann bräuchten wir auch keinen Pädiater, dann könnte der auch Allgemeinarzt bleiben, wir bräuchten keine Ingenieure, die können alle Kfz-Mechaniker bleiben, sondern es ist so, unser Wissen nimmt in unserer Welt enorm zu. Und dieses Wissen, was wir haben, müssen wir dann auch an diese Menschen heranbringen und die mit einbeziehen, die direkt im Umfeld mit diesen Menschen zu tun haben. Und die WAMOS-Studie, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die werden Sie jetzt nicht kennen, Frau Kraft, ist eine große Studie. Wo sind denn die Absolventen verblieben, die diese Primärqualifizierung an den Hochschulen gemacht haben? Die sind zum großen Teil mehr als 80% in der direkten Pflege tätig, aber die Kollegen und die Arbeitgeber sagen, es hat sich was verändert, weil die neue Aspekte einbringen und damit die Patientensicherheit besser wird. Und ich glaube, nur deshalb muss man eine Akademisierung fordern, weil die Kollegen lernen, ganz reflektiert zu arbeiten und zu lesen und Studien zu interpretieren und auch in die Praxis zu tragen. Also ich stimme Ihnen zu, wegen der Akademisierung, um der Akademisierung willen wäre es nicht sinnig, aber wenn wir auf unsere Patienten gucken, dann ist es dringend erforderlich, weil wir weit hinter dem internationalen Level hinterherhängen, was zum Beispiel unsere westeuropäischen Staaten machen, was in den Staaten und in Kanada und in Australien passiert. Vielen Dank. Frau Westig. Ja, ich möchte jetzt nochmal eine Lanze brechen für das, was diese Koalition vorhat. Wir haben jetzt sehr stark den Akzent auf die Akademisierung gelegt. Das heißt nicht, dass wir uns nur darum kümmern wollen. Wir wollen ebenso endlich bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für die Pflegeassistenzausbildung, die ja enorm wichtig ist. Und Frau Professor Bienstein, Sie haben jetzt eben was gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, diese Karrieremöglichkeit zu schaffen, von der Pflegeassistenz bis hin meinetwegen zur Pflegeprofessur. Das müssen wir möglich machen, nicht zum Selbstzweck, sondern weil es eben der guten Patientenversorgung dient. Es dient aber, glaube ich, auch den Pflegenden, wenn wir wirklich wollen, dass jede einzelne Pflegekraft ihr Potenzial am besten entfalten kann, dann brauchen wir einen gesunden Qualifikationsmix. Auch dafür brauchen wir übrigens die Pflegeforschung, dass quasi alle Rädchen ineinander haken und das Ganze zum Laufen kommt, dass sich Pflegende wertgeschätzt fühlen, aber auch ihr Potenzial am besten entfalten können. Und das würde, glaube ich, auch die Zufriedenheit extrem steigern. Also diese Koalition will akademisieren, klar, da haben wir ein Defizit, gerade im Vergleich mit anderen Ländern, aber wir wollen uns darin nicht erschöpfen. Wir wollen das Beste aus jeder Pflegekraft rausholen, um ihr auch ein gutes Berufsleben zu ermöglichen. Frau Schulz-Asche. Ja, da kann ich mich gut anschließen. Wenn man sich andere Berufe anguckt, dann haben die ein ausgeprägtes Fort- und Weiterbildungssystem. Zum Beispiel, wenn man sich die medizinischen Fachangestellten anguckt in den ärztlichen Praxen, die haben natürlich auch eine berufsständische Grundausbildung, aber haben zum Beispiel in Hessen über die Ärztekammer die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren bis zu einem Fachhochschulzugang. Das heißt, wir müssen doch davon ausgehen, dass jeder einen bestimmten Zugang zu dem Beruf hat, aber dann in dem Beruf sich auch fort- und weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass es in Deutschland nicht durchdekliniert ist, wie man auch mit einer dreijährigen Grundausbildung, die ja sehr gut ist und die generalistische sowieso auch mit einem hohen Anspruch schon rangeht, dass man auf diesem Stadium nicht stehen bleibt, sondern dass man die Möglichkeit hat, sich zu spezialisieren, dass man die Möglichkeit hat, Studiengänge oben drauf zu setzen, dass man eben nicht festsitzt sozusagen in dieser Grundausbildung. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen
auch Probleme der Pflegeberufe, dass man im Prinzip in einer ganz normalen Pflege mit einer Grundausbildung mit 30 im Prinzip, wenn man Pflegedienstleitung auf einer Station ist, im Prinzip fast erreicht hat, was man im Leben erreichen kann. Und deswegen finde ich, sollte man auch mal wirklich ein bisschen Tachles reden. Wir brauchen ein organisiertes System von Aus-, Fort- und Weiterbildung. Und das muss meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt ganz ausdrücklich aufgrund der Situation, die wir in einigen Bundesländern ja gerade wieder haben. Wir brauchen entweder ein selbstbestimmtes, also von den Pflegefachkräften selbst organisiertes Fort- und Weiterbildungssystem über eine Kammer. Oder man muss es staatlicherseits machen. Aber wir werden uns nicht mehr länger leisten können, dass wir hochqualifizierte Fachkräfte, und das sage ich jetzt ganz ausdrücklich, weil wir als Gesundheitsausschuss extra in Norwegen waren, wegen der großen Anzahl von nach Norwegen abwandernden Pflegekräfte aus Deutschland. Wir haben eine Abwanderung aus Deutschland, weil hochqualifizierte Kräfte hier nicht mehr unter diesen Bedingungen arbeiten wollen. Und dem müssen wir uns stellen. Wir stehen auch in diesem Bereich der Fachkräfte im internationalen Konsens, im Wettbewerb. Und deswegen nochmal meine Appellation. Wir brauchen für verschiedene Qualifikationsstufen ein Fort- und Weiterbildungssystem. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir weder die junge Menschen in diesen Beruf holen und noch werden wir es schaffen, sie dort zu halten. Und wir in diesem Vergleich, Frau Wessig hat ja völlig zu Recht auf Ingenieure hingewiesen oder auf andere Berufsgruppen. Es ist in vielen Bereichen völlig selbstverständlich, dass man verschiedene Schwerpunkte, praxisorientierte oder wissenschaftlich orientierte Schwerpunkte hat. Und das brauchen wir in der Pflege. Das ist die Community Health Nurse, das ist die Advanced Praxisansätze, die wir haben. All dort brauchen wir hochqualifizierte Menschen, die in der Lage sind, komplexe Pflegesituationen zu managen. Und das bringt die Grundausbildung nicht. Da muss man Fortbildung oder sogar entsprechende akademische Ausbildungen draufsetzen. Und wir haben das in Deutschland nicht. Und da wir von den europäischen Ländern eines der am stärksten von demografischen Wandel betroffenen Länder sind, nicht zuletzt wegen der reaktionären Familienpolitik in vielen Jahrzehnten, werden wir uns hier sehr umschauen. Selbst die Österreicher, die lange Zeit das gleiche System hatten wie wir, haben sich inzwischen auf den Weg gemacht, die Pflege tatsächlich aufzuwerten und in entsprechende neue Studiengänge und Fort- und Weiterbildung zu bringen. Und ich kann es nur empfehlen, dass wir auch mal über den Tellerrand gucken, weil wir sind in einer extremen Situation. Ich kann Frau Bienstein nur zustimmen, wenn da nicht schnell was passiert, dann werden unsere kleinen Ansätze oder auch die wichtigen Ansätze, die wir jetzt im Koalitionsvertrag haben, werden die Menschen, die im Moment in der Pflege arbeiten, nicht halten können. Und das ist nicht eine Frage des Geldes, es ist eine Frage der Arbeitsbedingungen. Und auch zu den Arbeitsbedingungen gehört das Thema Verantwortung und entsprechende Voraussetzungen, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Ein hochkomplexer Intensivfall, der über Jahrzehnte gepflegt werden muss in einer familiären Situation im häuslichen Bereich, das lernt man nicht in der Grundausbildung. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ich muss jetzt ganz stark auch auf die Zeit gucken, aber es hatten sich nochmal Frau Kraft und Frau Moll gemeldet. Frau Kraft, Sie zuerst, damit Frau Moll, die würde ich mich noch gerne zusätzlich was fragen. Ja, vielleicht nochmal, um das klar zu stellen. Also ich wollte natürlich nicht gegen die Akademisierung per se sprechen. Also ich hoffe, dass ich auch nicht so verstanden wurde. Denn natürlich, die Herausforderungen, die sind enorm. Und da brauchen wir sehr gut qualifiziertes Personal und wir müssen natürlich auch danach schauen. Das wird sich natürlich auch nochmal in den nächsten Jahren verändern. Wir sind ja schon in einer transformierenden Gesellschaft und die Digitalisierung tut auch noch ihr Übliches dazu. Und das müssen wir gut begleiten und da müssen wir Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten und natürlich auf verschiedenen Stufen, das müssen wir eben schauen, wie wir das auch begleiten. Und natürlich muss es dann auch die Stellen geben, weil diejenigen, die sagen, okay, ich absolviere jetzt ein Studium in Pflegewissenschaft etc., müssen dann letzten Endes dann da auch die entsprechenden Stellen dann auch dann dafür finden, dass das dann auch passt. Also ich glaube, das ist auch noch so nicht hundertprozentig, aber wir sind da ja noch in einem Prozess. Das wird sich jetzt alles verändern und was Cordula Schulz-Asche eben auch gesagt hat, wir müssen da auch der Bund mit den Ländern zusammenarbeiten, wenn es eben um diese Studiengänge geht, wie wir das an den Hochschulen, an den HAWs begleiten, da die Rahmenbedingungen, da muss noch
einiges getan werden, aber es ist notwendig, das ist klar. Und warum wir an der Stelle sind, wo wir gerade sind, das wurde jetzt auch schon von Frau Bienstein und auch von Cordula Schulz-Asche und natürlich auch von Frau Westig nochmal deutlich gemacht. Und ja, ich hoffe, man hat mich da jetzt nicht so verstanden, dass ich jetzt grundsätzlich gegen die Akademisierung des Pflegebereichs da der Ausbildung sprechen wollte. Das wollte ich nicht. Aber was ich vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen möchte, wir schauen immer auf andere Länder, auf andere europäische Länder. Zum Beispiel in anderen europäischen Ländern gibt es auch in den Pflegewissenschaften viel höhere Promotionsabschlüsse. Naja, man muss vielleicht aber noch mal dazu sehen, dass das Bildungssystem da auch ein bisschen anders funktioniert und wir eben diese duale Ausbildungssystem hier in Deutschland haben, wo das dann alles nochmal anders abläuft. Also ich würde das gar nicht immer alles zu pessimistisch sehen, sondern versuchen, differenziert darauf zu schauen, auf diesen ganzen Berufsausbildungsbereich, den wir hier haben. Und da schließe ich jetzt Studium mal mit ein. Das ist natürlich bei uns in Deutschland ein bisschen anders, aber wir haben ähnliche Probleme wie im Ausland und manche Probleme haben wir einfach noch stärker und die müssen wir als Gesellschaft anpacken und da nicht länger die Augen vor verschließen. Frau Kraft, also eine kleine Anekdote am Rande dazu. Als ich mich in Frankreich beworben habe als Krankenschwester, bin ich im Vorstellungsgespräch gefragt worden, Sie kommen aus Deutschland, aber dann sind Sie ja sowas wie ein Pflegehelfer, ne? Das nur mal zum Thema Vergleichbarkeit und die haben damals auch nicht studiert. Aber gut, ich würde jetzt noch mal gerne an Frau Moll das Wort geben, weil die drängt, glaube ich, auch noch was zu sagen. Und Frau Moll, ich würde Sie gerne auch noch mal zusätzlich fragen, was geben Sie den Kolleginnen und den Kollegen mit, was Sie selber in die Hand nehmen können, für sich zu kämpfen, für Ihren Beruf zu tun, damit es weitergeht? Laut werden und vor allem bitte organisieren. Sei es im Verband, sei es in den Gewerkschaften, im Personalrat, in der Mitarbeitervertretung. Und da werden einfach auch noch Mitglieder gebraucht, um lauter zu werden. Also ich meine, wenn ich überlege, vor 5, 6 Jahren war das Thema Pflege in der Politik überhaupt nicht präsent. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass mit meiner Wahl in den Bundestag, dass da auch mal endlich jetzt eine Altenpflegerin sitzt. Und einfach noch lauter werden. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch jetzt ein ganz gutes Abschlusswort. Nein, ich wollte noch was sagen. Ich muss los. Ich sitze hier ganz unruhig auf meinem Stuhl. Ich muss das jetzt noch loswerden. Also zum einen, ich habe zum Beispiel 2 ehemalige Kollegen, mit denen ich damals irgendwann in den 80er Jahren die Ausbildung angefangen habe. Das sind mittlerweile 2 sehr gute Professoren, also 2 gute. Das ist auch heute möglich. Ein Problem ist aber, ich wollte nämlich damals auch ein Studium machen, aber da kam mir der Bundestag zum Beispiel dazwischen. Ja, ist nicht schlimm, aber... Ein Problem wäre gewesen, ich kann nicht gleichzeitig voll arbeiten und voll studieren. Wenn ich jetzt das Studium gemacht hätte, hätte mir das Geld gefehlt. Also, ne, das sind dann auch so, das ist genau so wie bei der Weiterbildung. Und was mich so ein bisschen ärgert ist, oder nee, es ärgert mich nicht, ich bin nicht gegen die Akademisierung, auf gar keinen Fall. Aber was mir immer wichtig ist, es kann nicht jeder studieren und es muss auch nicht jeder studieren. Weil viele finden diese Ausbildung, das ist eine ganz anspruchsvolle Ausbildung. Das muss ich hier mal ehrlich sagen. Das ist nicht mal eben hier so ein bisschen, ob du den Waschlappen von links nach rechts, also da ist ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, das, was wir an Ethik, an Staatsbürgerkunde, an Sozialwissenschaften, das hat mancher Arzt nicht in seinem Studiengang. Und ich möchte wirklich nicht, dass das auch viele dann abschreckt. Oh wei, wenn ich nicht studiere, dann bin ich halt nur eine kleine Pflegekraft. Diese Angst habe ich nämlich, dass das dann irgendwann umschwenkt. Wenn wir alle in die Akademisierung schicken, wer steht dann noch am Bett? Naja, ich denke, die Akademisierten sollen ja mit am Bett stehen, aber Sie haben recht. Ja, ich glaube, es ist ein breites Feld. Aber eigentlich, wir brauchen ja alle, wir müssen, glaube ich, alle ein gutes Angebot machen und die Aufgaben, glaube ich, erfordern es auch. Seien Sie mir nicht böse, ich glaube, ich muss jetzt wirklich zum Abschluss kommen. Es ist jetzt schon 7 und wir wollen noch Herrn Lauterbach hören, was er uns mitgeben will. Ich darf mich ganz herzlich in der Runde bedanken
Vor allen Dingen war es toll, dass sich also jetzt auch nochmal der ganze Elan durchgekommen ist und dass wir wirklich sehr freuen, wenn wir alle zusammen uns unterhaken und gemeinsam was tun, dass 2030 die Welt gut aussieht, gar besser womöglich, weil es geht ja nicht nur darum um Sicherung, sondern wir wollen auch noch weiterkommen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen allen, bei Ihrem Interesse, bei Ihrer Treue, jetzt durch die Veranstaltung dabei gewesen zu sein. Lassen Sie uns zusammen viel erreichen, lassen Sie uns zusammen kämpfen, gestalten und auch noch weiterdenken. Darauf freue ich mich ganz besonders. Kommen Sie auch auf uns zu, gerne nach der Veranstaltung, wenn Ihnen noch etwas wichtig ist, was jetzt nicht zur Sprache gekommen ist. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken. Ich darf mich bedanken bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf den Podien, die wir hatten. Und ich darf mich natürlich zu allerletzt und ganz besonders hier auch beim Team bedanken, die die Veranstaltung gewuppt haben, die das hier möglich gemacht haben, dass das alles technisch funktioniert. Das war wirklich klasse, darüber freue ich mich. Ihnen allen wünsche ich einen guten Abend jetzt. Ja, normalerweise sagt man, kommen Sie gut nach Hause. Ich denke, dass das in vielerlei Fällen der Fall ist. Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Wiedersehen, guten Abend.